eine Maus mit roten Buttons und einem weißen Background haben möchte. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir das entsprechend vorbereiten. Willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Nifter. Heute möchten wir euch ein bisschen drüber erzählen, wie wir vorgehen, wenn wir einen Drop vorbereiten. Wie ihr vielleicht auf TikTok oder Instagram mitbekommen habt oder sogar bei uns im letzten YouTube-Video, stehen in den nächsten 1 bis 2 Monaten einiges an Produktdrops an. Und da echt viele sich immer über die Einblicke hinter der Kulisse freuen, wollen wir euch heute einfach mal Schritt für Schritt durchleiten, wie wir so einen Drop denn eigentlich vorbereiten. Wir gehen jetzt einfach mal von dem Punkt aus, wo die Ware auf dem Weg zu uns ist. Das heißt, die Ware, das Verpackungsdesign, alles ist fertig produziert. Die Lieferung ist auf dem Weg zu uns und wir bereiten hier das Ganze vor. Aktuell bereiten wir 3 Produkte vor, die auf dem Weg zu uns sind oder sich noch in Produktion befinden. Zum einen sind es die neuen Mousepads, die kommen jetzt als allererstes, und auch das Keyboard und die Wireless-Maus. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wann alles released wird, dann schaut wie gesagt im letzten Video vorbei. An sich können wir die Dinge, die anstehen, in 2 Gruppen kategorisieren. Zum einen das, was wirklich was damit zu tun hat, dass wir das Produkt droppen, also Marketing etc. Und zum anderen Dinge, die wir einfach schon mal vorarbeiten wollen, sodass wir den Rücken frei haben. Zur zweiten Kategorie gehören dann zum Beispiel so Sachen wie Steuern, Buchhaltung, dass wir das ganze Thema schon mal vorbereiten, sodass wir möglichst viel den Rücken frei haben, weil zumindest haben das die letzten Drops der XXL-Nifpads gezeigt, wir sehr viel Arbeit dann einfach vor Ort im Büro, im Lager aufbringen müssen, wie wir Waren verpacken, wie wir live sind, Content produzieren, sodass wir dann nicht mehr so viel Luft für alles das außenrum haben. Insofern schauen wir, dass wir das einmal abhaken, sodass wir dann irgendwie für die nächsten 2, 3 Wochen einfach den Rücken frei haben. Dann gibt es natürlich die Sachen, die wir konkret für den Drop machen müssen. Dazu gehören grundsätzlich mal ganz viele Besorgungen machen. Wir haben ja im Verpackungsumfang mehr als nur das Produkt. Wir haben das komplette Packaging. Wir haben normalerweise noch Sticker dabei oder irgendwelche Goodies. Die müssen alle aufgefüllt sein. Natürlich auch die Etiketten. Das wäre fatal, wenn die fehlen. All diese Sachen werden einfach nochmal komplett aufgestockt, sodass wir da nicht irgendwie in irgendwelche Probleme laufen. Ein weiter wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit unserem Lieferanten, dass wir wissen, wann ist das aktuell geschätzte Datum. Das kann sich immer mal verzögern, erfahrungsgemäß schiebt sich das immer mal um eine Woche oder ein paar Tage nach hinten, sodass wir permanent wissen, wann ist die geplante Ankunft der Produkte. Das ist für uns eben extrem wichtig für die Planung, für Social Media, für den Drop. Meistens machen wir einen Presale, haben wir diesmal auch wieder vor, zumindest bei den XXL-Mousepads, bei den anderen Produkten wahrscheinlich aber auch, dass wir einfach schon mal vorab Bestellungen entgegennehmen. Das hat bisher immer gut geklappt, aber dafür brauchen wir eben die Planungssicherheit, dass sich da dann nicht eine zu große Zeit zwischendrin auftut und dass wir dann einfach die Kunden, die schon bestellt haben, auch direkt beliefern können. Und dann gibt es natürlich extrem viel Kreatives, das wir vorbereiten müssen, und das werde ich jetzt euch einfach mal kurz zeigen. Zum Beispiel können wir Produkt Render etc. hier in Blender erstellen. Später muss ja die komplette Website mit Produktbildern ausgefüllt werden. Auf Social Media brauchen wir die Produktbilder. Und da bietet es sich an, dass man nicht nur fotografiert, was wir natürlich auch tun werden. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Sodass wir unser Produkt einfach nochmal aus dieser 3D-modellierten, 3D-generierten Perspektive zeigen können. Hier lassen sich Dinge halt leichter umsetzen. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Maus mit roten Buttons und einem weißen Background haben möchte, lässt sich das hier halt easy schnell machen, und dann kann ich davon irgendwie einen Render erstellen. Das geht meistens auch ziemlich schnell und kann das Bild direkt verwenden für beispielsweise Verpackungsdesigns oder Grafiken. Dafür ist es ziemlich praktisch. Aber wir müssen dann natürlich auch Bilder direkt von den Produkten machen. Dazu bauen wir meistens ein Setup auf. Das dauert dann auch alles seine Zeit. Wir müssen die ganzen Produktfotos einmal durchdenken. Was wollen wir denn eigentlich? Und dann müssen wir sie schießen, nachbearbeiten. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Da ist es dann immer schon praktisch, dass wir die Golden Samples vorab geliefert bekommen und mit denen dann arbeiten können. Ein weiteres Ding ist natürlich, dass wir die Webseite wieder auf einen neuen Stand bringen. Aktuell sind die XXL-Nifpads gelistet, aber ihr seht, wir haben hier Informationen darüber, wann es weitergeht. Hier läuft ein Timer für ein Presale, hier kann man sich noch in Newsletter eintragen, aber die neuen Designs sind beispielsweise noch nicht hinterlegt, wurden jetzt hier nicht gerendert, sondern im Foto geschossen, und die müssen wir dann eben auch alle vor- und nachbereiten. Insofern seht ihr, dass die meiste Arbeit, die jetzt eigentlich gerade verrichtet wird, neben der Kommunikation mit den Lieferanten, hauptsächlich Marketingmaßnahmen sind. Da gilt es, viel vorzubereiten, sodass wir uns dann einfach selbst auch die Arbeit nehmen können und damit auch alles bereit ist. Weil wenn die Produkte da sind, dann wollen wir sie natürlich auch direkt an den Mann bringen. Die Community wartet schon seit langem drauf, und dann wollen wir einfach mit allem bereit sein. Und auch der letzte Punkt, den ich jetzt erwähnen will, fällt in die Kategorie Marketing, und das ist, dass wir jetzt schon mal mit Influencern sprechen oder mit Kooperationspartnern, mit welchen die bestehend sind, das heißt, mit denen wir irgendwie schon mal zusammengearbeitet haben. Aber wir suchen natürlich auch immer neue,
Die beispielsweise sich bei uns melden. Wir haben da so ein Kontaktformular auf der Webseite oder an die wir uns auch selbst wenden, mit denen wir dann einfach besprechen, dass die ein Produktsponsoring für uns machen, sodass die Produkte, wenn wir sie bekommen, auch direkt gereviewt werden oder präsent auf Social Media sind. Und damit alle, die jetzt auch drauf gewartet haben, direkt Bescheid wissen. Wir haben auch inzwischen eine gewisse Bandbreite an Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo dann auch die Communities teilweise überlappen. Und da ist es für uns natürlich einfach super praktisch, dass wir die haben, mit denen zusammen kooperieren können. Und dass die dann vielleicht eine neue Farbe bei sich im Setup ausprobieren oder irgendwas und für uns einen Shoutout machen. Was noch dazu gehört, ist beispielsweise, dass wir jetzt schon wieder planen, was für Content wir bringen werden, da teilweise auch schon was abfilmen oder vorbereiten und wir planen auch die Livestreams. Viele kennen es vielleicht von den letzten XXL Niftpad Lieferungen, dass wir dann viel auf Twitch oder auch auf TikTok live sind, beim Verpacken, Fragen von euch beantworten, auch mal die Produkte zeigen und all das Ganze. Und das planen wir jetzt auch schon wieder, das haben wir wieder vor. Das wurde sich auch, glaube ich, von einigen gewünscht. Ich habe hier und da mal eine Nachricht auf Instagram gelesen, dass es sich gewünscht wird. Und das ist auch ein Punkt, den wir jetzt schon vorbereiten, wo wir durchdenken, dass wir die Qualität verbessern. Zum Beispiel arbeiten wir jetzt auch hier mit einer neuen Kamera. Und dass wir die dann auch mit in die neuen Livestreams bringen, dass da die Qualität besser wird, Stück für Stück. Audio ist noch so ein Ding, an dem wir arbeiten möchten. Und für uns ist tatsächlich so, dass wir uns schon wieder auf diese Verpack-Sessions freuen, weil das waren meistens Livestreams, bei denen dann auch wirklich viele Leute zugeschaut haben. Und das macht dann natürlich doppelt so viel Spaß. Und an sich war es das schon mit dem kleinen Einblick in die Dinge, die wir vorbereiten im Hintergrund. Ihr habt gesehen, hauptsächlich sind es Marketingmaßnahmen, dass wir einfach die Webseite, Social Media, alles darauf vorbereiten, dass die Produkte bei uns ankommen, sodass wir uns dann wirklich ums Tagesgeschäft kümmern können und natürlich mit den neuen Produkten direkt Social Media bespielen können und dann nicht ewig noch warten müssen, weil auch viele von euch wollen ja vorbestellen und wollen dann auch direkt, wenn die Produkte ankommen, die Lieferung erhalten. Das letzte Mal haben wir dann irgendwie durchgezogen und das an einem Tag alles fertig gemacht und das ist natürlich nur möglich, wenn wir das entsprechend vorbereiten. Und wenn euch der Einblick hinter die Kulissen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es uns wissen lasst in den Kommentaren und wir freuen uns auf die Produktdrops und ihr wisst ja jetzt, wie wir die Zeit bis dahin noch überbrücken werden.